Moin, liebe Wölfe, zur neuen Weekly Wolves. Was war das bitte für ein geiler Spieltag für unsere Wölfin? Am vergangenen Wochenende 6:0 haben wir die Bayern nach Hause geschickt. Und wenn ihr diese Tore nochmal sehen wollt, klickt euch rein auf unserem Instagram-Channel. Jetzt aktuell heißt es Länderspielpause für die Wölfin. Und nach dieser Pause geht es weiter hoch her. DFB-Pokal, Halbfinale bei den Bayern. Und dann die alles entscheidenden Spiele in der UEFA Women's Champions League gegen den FC Barcelona. Das Camp Nou ist ausverkauft. Und seit heute könnt ihr Tickets erwerben, auch für das Rückspiel bei uns in der Volkswagen Arena. Also Leute, macht die Bude voll. Und jetzt heißt es Quiz-Time bei Wölfe TV. Wisst ihr noch, was am 25. Oktober 1997 war? Nicht? Ich aber. Und zwar gab es da den ersten Sieg in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Am Ende hieß es 2:0 für den VfL. Und ein Hammer war dabei, und zwar von Frank Greiner. Und auf diese beiden Tore schauen wir jetzt gemeinsam noch einmal zurück. Bei Kuhn ist es so, dass er gestern das erste Mal mit der Mannschaft trainiert hat und heute auch vollständig trainiert hat und im Einsatz nichts im Wege steht. Er ist hundertprozentig einsatzbereit. Der Kapitän ist zurück an Bord. Das sind doch hervorragende Neuigkeiten aus dem VfL-Lager. Kuhn hielt in dieser Saison bereits 8-mal den Kasten komplett sauber. Nur Robin Zentner und Marc Flecken sammelten jeweils eine weiße Weste mehr. Nimmt man das Jahr 2007 aus der Wertung, ist unsere Heimbilanz gegen die Ostwestfalen astrein. Bisher gab es im eigenen Stadion 6 Siege, ein Remis und ja, 2 Niederlagen, die eben beide aus dem Jahr 2007 datieren. Im bis dato letzten Aufeinandertreffen in der Volkswagen Arena hieß es in der vergangenen Saison am Ende 2:1 für unsere Wölfe. Am Samstag wird nach einer gefühlten Ewigkeit auch endlich wieder die aktive Fanszene im Stadion sein und die Mannschaft unterstützen. Ja, ich glaube, es ist sehr groß, weil ich weiß auch, dass das ein wichtiges Spiel ist und dann brauche ich auch die Unterstützung und wenn die dann da ist, dann hilft uns das auch. Ich glaube, ein Spiel mit sehr viel Intensität und Kampf und am Ende hoffe ich, dass wir gewinnen. Wir freuen uns auf jeden Fall an dieser Stelle auch mächtig auf die Rückkehr der aktiven Fanszene in die Nordkurve. Und jetzt bleibt zu hoffen, dass wir dann auch gemeinsam die 3 Punkte in der Volkswagen Arena behalten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir melden uns natürlich am Samstag wieder mit der PK nach dem Spiel, mit den Stimmen zum Spiel und dann natürlich auch hoffentlich mit den Stimmen zum Sieg. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter. Bis Samstag, euer Felix.